So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mass Effect 1. Und wir haben gesagt, wir nehmen die beiden hier mit. Ja, dann machen wir das mal. Komm, Jack. Können Sie mich hören, Commander? Ja. Klar und deutlich. Gut, wir beginnen unsere Offensive. Wir versuchen es bis zu den Flakgeschützen zu schaffen, aber möglicherweise müssen Sie den Rest erledigen. Mach mal. Und Commander, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, deren Verteidigung zu umgehen, wären wir für jede Hilfe dankbar. Shadow ist am Boden. Wiederhole, Shadow ist am Boden. Chief Williams mit dem Eagle-Team. Manowai, J2-Team, los! Wird Zeit, auf uns aufmerksam zu machen. Steht unter Dauerbeschuss. Achten Sie auf Geschütztürme, die den Gates helfen könnten. Ich sehe, dass sie auf irgendwas schießt, aber auf was? Da ist doch nichts, oder? Doch, da ist was. Aber ich komme nicht durch. Blockiert ist nie gut. Wir sollten mal überprüfen, ob wir in diesem Haus Informationen finden. Okay, hier gibt es nichts offenbar. Was ist das für Geräusche hier? Geht Kommunikation gestört? Und wo geht es jetzt weiter? Hier. Ist es dann hier hinten lang? Ja, wir werden es rausfinden. Irgendwas stört Ihre Zielanvisierung. Wir haben einen Treffer. Chief Williams, helfen Sie Manowai. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr nicht unbedingt immer auf mich schießt. Hinter uns?
Hier gibt's nichts, so wie es aussieht. Warum kann man dann hier hinterlaufen? Das ist ein ganz schönes Labyrinth hier. Sie fordern SAT-Angriffe an. Jaito, achten Sie auf Funkstation. Williams, können Sie was sehen? Wir stehen unter Beschuss. Verschanzen, bevor das Flugzeug zurückkommt. So, was gibt's hier? Eine Kiste. Kiste klingt gut. Sehen. Da gibt es wieder was für Lau. Aber von wo komme ich jetzt? Was ist denn? Hier war doch gerade noch ein Kroganer.
Oh, eine Kiste. Aber ich wollte eigentlich zum Satellitenverbindungsturm noch und zur Tankanlage und sowas. Weil hier wollte ich jetzt dann noch gar nicht hin eigentlich. Dass wir das andere auch noch ausschalten. Falls wir das nicht schon gemacht haben, aber ich wüsste nicht wann. Okay, da komme ich nicht runter, da muss ich was außen rumlaufen. Also du drehst gerade ganz schön am Rad, kann es sein? Shepard! So, Satanlage. Ach, wir waren bei der Satanlage, aber ich habe vergessen, das Ding abzuballern. Okay. Aber dass der Tod ist, ist irgendwie doof. Haben wir zu lange gebraucht oder ist das gescriptet, dass der ins Gras beißt? Bin ich mir jetzt nicht schlüssig. Wir haben ja doch ein klein wenig getrödelt. Keinen Schritt weichen. Yaito, zu mir. Shadow muss nahe dran sein. Bin ich jetzt gerade so vor? Ach, verdammt. Ich will zu viel Kram, hä? Was macht das eigentlich? Yeah.
Komme ich jetzt wieder nicht raus, oder? Nee. Dieses komische Tenifrierungsgedöns da, wo ist denn das schon wieder hin da? Ich kann es immer noch nicht, also das heißt, ich muss hier... Kampfoptiken, das wollte ich mal behalten. Kampfoptiken 9. Aber ich glaube, ich muss das hier alles... Kommen wir nicht raus, oder? Nee. So. /97, was sind wir hier? 224. 170 Universalge. Wieder viel zu viel Müll angesammelt haben. Ich hätte gerne irgendwie ein Skript oder irgendwas her, was den ganzen Schrott automatisch irgendwie verkaut. Da dürfte nichts Besseres dabei sein. Im Gegenteil, hier ist noch Müll dabei. /223. Halt, das war doch auch noch so ein lahmes Teil. Du hier drinnen, 278er, das ist 279er, was hast du da drin? Weg damit. 226 ist, glaube ich, gerade das
schlechteste. Nee, nicht mal, das Avenger. Sagen wir mal hier weiter. Was haben wir hier? Nix. Nur da. Müll, Müll, Müll. Oh, besser. Und schwarz steht mir besser. Warum kriegt man für euch nichts? Das ist auf jeden Fall schon mal Müll. Das ist auf jeden Fall definitiv besser, das was du hast. Das ist auch Müll. Auch Müll. Und 308. 94. Die beiden Crossfire kommen jetzt auch mal weg. Du hast auch 318, das sind 233er, kommt auch weg. 254 kommt auch weg. Okay. So, das hat jetzt wieder einen Haufen Zeit gekostet, Entschuldigung. Wir haben Zugang zur Basissicherheit. Sollten den Alarm von hier aus ausschalten können. Vielleicht könnten wir sogar Alarm an der entlegenen Seite der Basis auslösen. So könnten wir uns die Wachen vom Hals schaffen. Allerdings könnte das dann auch zu viel werden für die salarianischen Teams. Deaktivieren Sie einfach den Alarm. Wir kümmern uns um die Wachen drinnen. Na, wo hast du dich verkrochen? Salarianer? Der Captain sagte, er hätte ein paar Männer verloren. Okay. Dann weiter. Ist hier irgendwas für uns zu tun? Nein. Hallo? Ist da jemand? Ja, da ist schon wer. Überlegen wir nur gerade, wie ich da runterkommen könnte. Okay. Können wir sie hier festnageln? Wir müssen die Lücken schließen. Kommen Sie, Shepard, Beeilung! Jetzt mich nicht. Fahre ich jetzt gerade rauf oder runter?
Macht's doch einfach so, Jungs. Was ist hier los? Wo sind die Waffen? Wo ist Zaro? Nein, zurück. Diese Arbeit ist wichtig. Das ist die glorreiche Rettung meiner Spezies. Toll. Wollte jetzt die ganze Zeit nichts machen, weil meine Knarre rüberwärts war. Bin ich jetzt rauf oder runter gefahren? Das kann ich vermutlich wieder nicht machen, weil... Doch, kann ich sogar. Was die chiffrieren. Erstaunlich. Halt, gibt's hier noch irgendwas? Nein. Erstaunlich. Sie sind kein Geet und sie tragen auch keinen Laborkittel. Dann bin ich wohl froh, Sie zu sehen. Lieutenant Gunther Imnes vom 3. Infiltrationsregiment, während der Aufklärung gefangen genommen. Ich vermute, die Flotte wurde herbeordert, um die Basis zu zerstören. Der Funkspruch war undeutlich. Die Flotte wird nicht kommen. Verstehe. Dann müssen Sie das Infiltrationsteam sein. Ich kenne den Captain. Er wird wollen, dass die Einrichtung zerstört wird. Mein Team wurde verändert, indoktriniert. Er wusste von der Brutstätte. Aber die Indoktrination ist eine größere Bedrohung und weitaus furchterregender. Ich musste mit ansehen, wie gute Leute in hirnlose Hülsen verwandelt wurden. Es war nichts mehr von ihnen übrig. Andere starben während der Experimente. Und ich beneide sie darum. Wissen Sie etwas über die Experimente, die hier durchgeführt wurden? Sie studierten die Indoktrination. Symptome, Fortschritte. Saren benutzte sie zur Manipulation seiner Leute, aber ich glaube nicht, dass er sie gänzlich verstanden hat. Viel mehr weiß ich auch nicht. Ich habe nur gesehen, was sie bei den anderen angerichtet haben. Machten leere Hülsen aus ihnen. Ich will so nicht enden. Lassen Sie mich bitte raus! Ich öffne Ihnen die Zelle, aber danach sind Sie auf sich allein gestellt. Sehen Sie nicht zurück. Vielleicht können Sie der Detonation entkommen, hm? Eine bessere Chance als die, die ich hatte, bevor Sie auftauchten. Danke, Mensch. Und viel Glück. Sie werden es brauchen. Kann nur diese zwei Zellen untersuchen, okay? Es ist nichts mehr von ihnen übrig. So behandelt man keinen Gefangenen. Sie töten, ja gut, aber sie in diesem Zustand zu lassen. Öffnen Sie die Türen. Geben Sie ihnen eine Chance, der Explosion zu entkommen. Sind Sie sicher? Wir könnten zumindest diesen Zustand beenden, in dem Sie sich befinden. Lassen Sie sie raus, sie werden uns nichts tun. Ja, Commander Shepard. Sie ruft und ich muss ihr folgen. Es schläft nie. Ich bin nur das, was sie von mir verlangt. Es ist die Leere. Okay. Tote, leere Hülsen. Da ist wirklich nicht viel von denen übrig geblieben. Kiste, hast du gesehen? Ups. Okay, das wird, glaube ich, nichts mehr, ha? Aber auch nur, weil ich nicht aufgepasst habe. Achso, ich wollte hier raus, glaube ich.
Hier war doch gerade noch ein Ding zum... Okay, die Zelle lässt sich nicht untersuchen. Was wollen Sie? Ich habe Ihnen alles gesagt. Wer sind Sie? Allianz, nicht wahr? Ich wusste, jemand würde kommen. Es hat versucht, mich zu brechen, aber ohne Erfolg. Ich habe es ausgesperrt. Beruhigen Sie sich. Ich muss wissen, woher Sie kamen. Private Main Sabot. Vom 3. Infiltrationsregiment STG, Sir. Wurde vor 6 Tagen während der Aufklärung geschnappt. Sehr gern, Sir. Diese Bastarde fragen nie irgendwas. Immer zu flüstern und schubsen und schneiden sie. Ich hätte alles gesagt, nur um rauszukommen und Rache nehmen zu können. Ist doch wohl nicht zu viel verlangt, oder? Rache? Was ist dir passiert? Was haben die ihnen angetan, Soldat? Experimente. Wofür, weiß ich nicht. Die Auswirkungen unaufhörlichen Flüsterns auf meinen immer kürzer werdenden Geduldsfaden. Wer weiß. Ich will einfach nur raus. Hier stimmt was nicht, Shepard. Sie hat recht. Ihn freizulassen könnte die Mission gefährden. Nein. Nein, ich muss hier raus. Dieser Raum ist zu eng und hört nicht auf zu reden. Ich will wirklich unbedingt hier raus, um einiges zu erledigen. Ich muss hier raus. Lassen Sie mich raus. Lassen Sie ihn frei. Er könnte uns helfen. Jawohl, Sir. Sie werden feststellen, dass ich sehr gut Befehle ausführen kann. Die Frage ist nur wessen. Ich höre sie immer und immer wieder. Warum werden sie wiederholt, wo sie doch so simpel sind? So verdammt simpel! Tötet sie alle! Okay, das war jetzt eigentlich nicht vorbildlich. Na gut, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Für dieses Mal sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Wardasch.